Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Nämlich werde ich heute den Vauxhall Corsa VXR aus dem Jahre 2009 fahren, den es aktuell in der Frühlingssaison zu gewinnen gibt, wenn man die 50% abschließt, was relativ simpel ist. Und ja, wir gucken uns erstmal den Wagen an. So, was haben wir denn so? Erstmal, es ist eigentlich ein Opel Corsa. Ja, das Vauxhall ist nur ein bisschen... ja, andere Marke kann man sagen, aber das Auto ist exakt das gleiche. Unter der Haube 1,6 Liter rein Vierzylinder Turbomotor. 1,6 Liter Turbocharged Inline 4, so rum. Mit 190 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment, was gar nicht wenig ist für so ein Auto, denn der wiegt auch knapp 1,2 Tonnen. Und wir haben ein 6-Gang manuelles Getriebe, Frontantrieb, und dieses Fahrzeug ist nicht neu in der Forza-Serie, sondern den haben wir in Horizon 2 schon mal gesehen. Und eigentlich auf allen Next-Gen-Forza-Titeln außer Horizon 3, da war er nicht drin. Aber ja, ich würde sagen, Upgrade gucken wir uns später erst an. Wir fahren erstmal. Denn tatsächlich muss ich sagen, dass ich diese kleinen Hot-Hatches wirklich mag. Also vor allem die ganz kleinen. Klar, der Innenraum ist jetzt... naja, ich würde sie jetzt nicht schön nennen. Aber ist halt so. Ne, aber die machen tatsächlich mega viel Laune zu fahren, finde ich. Gerade so irgendwie in der Stadt oder so. Deswegen werde ich auch mindestens ein Rennen in Edinburgh fahren. Ich finde den Auspuff auch relativ interessant. So eine Dreiecksform ist eigentlich relativ selten. Das sieht man nicht so oft. Aber ja, ich finde auch vom Handling, der lenkt halt, der hat ein super direktes Einlenkverhalten. Also gefällt mir. Ist auch in der C-Klasse standardmäßig, was relativ hoch ist für so ein Auto. Heißt, wenn wir ein bisschen was aufbauen, dann kommen wir schon in Ford-Focus-Gebiete, was auf jeden Fall ordentlich ist. Nächste Folge, denke ich mal, werde ich wieder einen Offroad-Aufbau machen von einem Fahrzeug. Ob das wieder mal automobile Schandtaten werden oder einfach ein richtiger Offroad-Aufbau, weiß ich nicht. Ja, aber irgendwas in die Richtung. Aber worüber wir reden müssen, ist mal wieder Expansion 2. Ich weiß, es war letzte Folge schon das Thema, aber ich glaube, es ist ein Thema, was so ziemlich jeden hier interessiert. Denn es haben sich neue Sachen ergeben. Und wer in meinen Community-Tab ab und zu mal schaut oder auch auf Twitter mir folgt, der weiß das Ganze schon. Und zwar wurde bestätigt von Playground Games, dass im kommenden Livestream, welcher... lass mich nicht lügen, morgen ist oder übermorgen? Ich weiß nicht, wann ich das Video genau rausbringe. Kann auch sein, dass ich es am Sonntag noch rausbringe, weil kein Multiplayer erscheint. Wird nicht über die Expansion 2 geredet. Was für mich im Umkehrschluss auch wiederum heißt, dass die im Mai nicht erscheinen wird. Weil klar, es gibt die Möglichkeit, dass die Expansion, naja, im Forza Monthly Stream danach angekündigt wird und nicht eben im Playground Games Stream, aber da glaube ich nicht dran. Weil, naja, Forza Horizon 4 ist immer noch ein Playground Games Produkt und im Forza Monthly Stream hätten sie es, glaube ich, in die Stream, in den Ablauf schon reingepackt. Glaube ich nicht dran. Nein. Nein. Auf jeden Fall sagt uns das ein bisschen was über das Release-Datum zu der Expansion. Nämlich werden wir die Expansion in meinen Augen confirmed. Ja, nicht confirmed. Wir werden die Expansion, das ist alles Theorie, was ich sage, aber in meinen Augen werden wir die Expansion ziemlich sicher im Juni bekommen. Denn es wurde bestätigt, dass die Expansion im ersten Halbjahr kommen wird. Das wurde im Forza Monthly Stream im April gesagt, glaube ich. Oder kann auch im März gewesen sein. Auf jeden Fall wurde das schon bestätigt, sagen wir mal so. Und dann wissen wir an der Stelle aber auch noch, dass die Expansion im Mai nicht erscheinen wird. Weil ich denke mal, dass Playground Games wieder, wie sie es schon immer getan haben, seit Horizon 3 mit jeder Expansion erstmal so ankündigen und dann kommt die aber erst ein paar Wochen später raus, einfach damit man so ein bisschen Zeit hat, noch hin und wieder mal ein paar Details rauszubringen, um den Hype ein bisschen aufzubauen. Was auch meiner Meinung nach nicht schlecht ist, wenn wir halt im Vorfeld ein bisschen mehr erfahren zu so einer Expansion.
Allerdings habe ich mir schon, und das habe ich mir tatsächlich schon vor ein paar Monaten gedacht, dass wir die Ankündigung auf der E3 bekommen werden, die nächsten Monat ist, am 9. Juni, was ein Sonntag ist. Was heißt, die Expansion wird an diesem Tag nicht erscheinen. Weil, naja, ich denke mal, wenn es ein paar Leute gibt, die sich eine Gutscheinkarte kaufen würden für die Expansion, können sie dann an einem Sonntag relativ schwer machen, zumindest in Deutschland. Und ich glaube einfach, da man hier auf den internationalen Livestream, auf den internationalen Release ansetzt, wird man auch international beachten, dass jeder die Möglichkeit hat, sich an diesem Tag noch die Expansion zu kaufen. Oder die Möglichkeit hat, sich dafür bereits im Vorfeld die Gutscheinkarten zuzulegen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die an diesem Sonntag erscheinen wird, eben. Was aber auch heißt, wenn wir dem Plan der Updates folgen, dann wissen wir, dass das Update 10 dementsprechend am 7. Mai erscheinen wird. Update 11 wird am, lass mich nicht lügen, 4. Juni dürfte es sein, erscheinen. Und Update Nummer 12 am 2. Juli. Der 2. Juli fällt dann ja insoweit schon mal raus, weil der nicht mehr das erste Halbjahr 2019 ist. Und ja, in dem Bereich bin ich jetzt mal sehr, sehr genau, sehr, sehr kleinlich. Außerdem heißt das aber auch, dass wir im Update 11, also mit Update 11, die Expansion nicht bekommen werden. Weil also die Inhalte werden zumindest nicht reingepatcht werden. In meiner Theorie wieder. Weil dann wüssten wir ja beispielsweise die ganzen Autos schon vor der offiziellen Ankündigung. Glaube ich auch nicht dran. Die E3 wird erstmal vielleicht so zu dem Punkt, wie ich drauf komme, dass die E3, dass wir die Ankündigung zur E3 bekommen und nicht einfach vorher in einem ganz normalen Livestream. Wenn man mal zur E3 2018 zurückgeht, dann war Horizon 4 der Trailer mit Abstand der am meisten gesehene Trailer. Mit mittlerweile 5,7 Millionen Aufrufen. Und er hatte aber damals schon, ich glaube eine Woche nach der E3, hatte er schon 2 Millionen Aufrufe mehr als der Halo-Trailer. Was in meinen Augen wirklich eine Ansage ist, weil der Halo-Trailer, ich meine einfach, Halo war definitiv eine größere Überraschung als Horizon 4. Und ist auch eine sehr, sehr große Marke bei Microsoft. Dementsprechend halte ich das schon mal für einen Indikator, dass eine Microsoft PK ohne Forza vermutlich nicht funktionieren würde. Wir kriegen aber dieses Jahr auch kein Motorsport 8. Das wird schon bestätigt. Und ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr einen Trailer zum Motorsport 8 zeigen, was dann nächstes Jahr erst erscheint. Halte ich für sehr unrealistisch, weil generell ist es Microsoft untypisch, finde ich. Also klar, ein Teaser kann sein, aber ein Teaser halte ich für nicht genug, was Forza angeht, weil Forza hatte die letzten Jahre eigentlich immer ein etwas größeres Programm. Wenn man einfach mal zurückgeht, beispielsweise Motorsport 7, war relativ groß. Da sind sie ja, glaube ich, ein paar Rennen gefahren. Horizon 3 war Verena May auf der Bühne. Da wurde eben angezeigt, wie das Ganze mit Play Anywhere funktioniert. Da hat ja einer auf der One S gezockt, die damals neu rauskam. Einer auf dem PC, einer auf der normalen One und einer, ich glaube, auch nochmal auf dem PC mit dem Lenkrad oder so. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber es waren auf jeden Fall 4 Leute. Und Horizon 4 gab es ja auch nochmal eine relativ große Show, um die Jahreszeiten zu zeigen. Dementsprechend glaube ich, dass es mit einem einfachen Teaser-Trailer für Forza nicht getan wäre. Und dementsprechend würde es Sinn machen, dass wir den Trailer sowie auch ein bisschen Gameplay dann schon auf der E3 2019 zur zweiten Expansion sehen werden und zeitgleich dann aber eben noch ein Teaser-Trailer zu Motorsport 8 kommen würde, weil das ja, weil da ja die Entwicklung anfängt langsam. Ob es jetzt einfach nur ein Auto ist, was von links nach rechts durchs Bild fährt in einem 10-Sekunden-Trailer. Oder was auch immer. Oder ob einfach irgendjemand in die Kamera redet, hey, wir arbeiten an Motorsport 8, unter dem Link könnt ihr ein bisschen was einsehen. Weil sie wollen ja für Motorsport 8 in der Entwicklung schon mehr mit der Community zusammenarbeiten, was ich nur für richtig halte.
dass wir da auch ein bisschen mehr Einblick bekommen und auch ein bisschen mehr Input geben können. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich auch nicht, dass sie Motorsport 8 ankündigen würden. Also wirklich als einzige Ankündigung. Glaube ich einfach nicht dran. Jetzt haben wir aber dann das Problem, dass ja der Update 11 Livestream vor der E3 ist. Oder beziehungsweise Update 11, der Release generell vor der E3 ist. Was mir dann im Umkehrschluss auch wieder sagt, dass wir zwischen Update 11 und 12 nochmal ein Update bekommen werden, vermutlich. Wo wir dann die Expansion bekommen werden, unter anderem. Ob sie da noch was anderes reinbringen, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Und in meinen Gedanken glaube ich, dass wir die Expansion am 18. oder am 25. dementsprechend bekommen werden. Das sind die einzigen beiden Termine, die für mich in Frage kommen. Und mein reines Bauchgefühl sagt, dass wir die Expansion 2 am 18. Juni 2019 bekommen. Nochmal, das waren alles Theorien. Nichts ist bestätigt, außer dass im Livestream im Mai die Expansion nicht thematisiert wird. Das wurde von Playground Games auf Twitter im Übrigen offiziell gesagt. Das ist nichts, was ich mir zusammen fabriziert habe, sondern das haben die so gesagt. So. So viel dazu. Ich glaube, das war es dann im Prinzip, was man zu Expansion 2 aktuell sagen kann, außer dass ich mittlerweile immer mehr Angst davon habe, weil sie haben dieses Mal wieder einen Fehler gemacht, Playground Games. Sie haben für den Update 11 Livestream Hype aufgebaut, indem sie beispielsweise beim Forza Monthly im April gesagt haben, ja, eine Kleinigkeit wird euch erwarten, so ein Unterton, der eigentlich jeden hat vermuten lassen, okay, die Expansion kommt. Und auch auf Twitter dann geschrieben haben vor ein paar Tagen, a little thing goes a long way. Zu Deutsch als so eine Kleinigkeit kann schon mal ganz schön lange brauchen. Also sie haben wirklich viel Hype aufgebaut. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie dem ohne Expansion gerecht werden. Weil sie wissen auch, dass die Expansion erwartet wird. Sie wissen, wenn sie Hype auf so eine Livestream aufbauen, dann werden die Leute an die Expansion denken. Und sie wussten damals ja aber auch schon, dass die Expansion nicht kommen wird. Heißt, sie hätten im Vorfeld meiner Meinung nach schon sagen müssen, dass die Expansion nicht in Update 10 erscheinen wird, aber trotzdem noch was kommt. Und das wäre dann meiner Meinung nach wieder richtig Hype aufbauen gewesen. Weil, keine Ahnung, vielleicht, ich glaube auch, es wird noch jetzt irgendwas kommen. Zum einen eben Apollo. Zum anderen haben sie ja jetzt immer wieder irgendwas mit Mini zu tun. Heißt, ich denke, wir werden den ein oder anderen Mini bekommen. Vielleicht mal einen aktuelleren. Und ja, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt schon für den kommenden Livestream die Expansion erwartet. Weil ich finde auch, Juni ist für mich fast schon zu spät für die Expansion, muss ich persönlich sagen. Das ist ein halbes Jahr nach Fortune Island. Viel zu spät, finde ich. Und ja, jetzt haben sie es im Prinzip wieder verkackt. Und ich hoffe einfach mal, dass die Expansion, aber dem Hype, den die Expansion jetzt wiederum hat, weil jetzt erwarten die Leute halt was richtig Großes. Das ist halt das große Problem an der Sache. Die reiten sich immer weiter in die Scheiße. Die hätten einfach gar nichts sagen sollen. Zur Expansion. Zu keinem Zeitpunkt. Und auch nicht sagen, ja, nächsten Monat kommt was. Wenn doch eh nichts kommt. Ja, guck mal. Ey, geiles Beispiel. Guck mal. Nämlich, ich habe auf Reddit geschrieben, und das ist tatsächlich ein geiler Zufall, ich habe auf Reddit geschrieben, eben, dass meine Vermutung ist, dass die Ankündigung zur E3 kommt. Und jetzt hat einer geschrieben, dass es eine ganz schön dicke Expansion werden muss. Woran ich jetzt persönlich auch nicht glaube. Ich glaube nicht, dass die Expansion so viel größer wird als Fortune Island. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Aber, naja, ich meine, beeinflussen können wir es nicht. Und irgendwie bin ich es auch langsam leid, über dieses Thema zu reden.
Ich hoffe einfach, es wird gut, das auf jeden Fall. Ich will nicht, dass die Expansion scheiße wird. Ich will, dass es wirklich eine gute Expansion wird. Hey, wake up. Ich brauche nicht mal, wer auch immer mich jetzt angestupst hat, ich kann gerade nicht. Ich brauche definitiv eine geile Expansion. Ich brauche geile Autos. Einen Pista, einen Performante, einen Apollo Intensa Emozione. Maserati mal einen neuen und so weiter und so weiter. Einen neuen RS5. Ach, ich meine ganz ehrlich, hey, The Crew 2 hat den Pista bekommen. Ich kann gerade nicht. Wobei, wenn mich jemand zweimal anschubst, könnte es richtig sein. Ich setze mal einen Cut, einen kurzen. So, weiter geht's. Hat das natürlich doch ein bisschen länger gedauert. Und jetzt habe ich leider ein bisschen den Faden verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, worüber ich geredet habe gerade. Aber ja, auf jeden Fall, der Opel, also der Vauxhall, also was auch immer, fährt sich sehr gut, muss ich sagen. Wie erwartet eigentlich, sehr direktes Einlenkverhalten. Die Power stimmt, damit kommt er gut klar. Ist für den Vorderantrieb auch gerade noch genug, finde ich. Ich finde auch, recht viel mehr sollte man nicht unbedingt einbauen. Auch wenn er vielleicht noch so, ja, 10, 20, 30 noch vertragen würde. Ohne größere Probleme. Aber ja, ich bin zufrieden mit dem, was hier gebaut wurde. Du hast dein Ziel erreicht. So, ich finde auch, die Konkurrenz passt eigentlich sogar. Ja, die Civic hätte man vielleicht noch in die größeren Hot Hatches reinpacken können. Aber sonst sind es halt so die, ja, die kleinen, kann man sagen. Das passt ganz gut in der Klasse. So. Also, ja, guck mal, da vorne ist noch einer. Ist aber das Nachfolgermodell. Jetzt im Regen also. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Ja, komm, fahr. Meine Fresse, kann nicht schwer sein. Ja, also von der Leistung sind wir doch ganz gut dabei, muss man sagen. Da haben wir definitiv ein bisschen mehr als manch andere hier im Feld. Aber ja, das Gewicht des Fahrzeugs liegt auch gerade mal bei 1,1 Tonnen. Durch die Gewichtsreduzierung. Wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, das hat gerade ein bisschen länger gedauert. Die Folge wird auch sehr, sehr groß sein für eine Singleplayer-Folge von der Rohdatei. Aber es gibt eben manchmal Sachen, die muss man machen als Moderator. Und wenn einen gleich zwei Leute anstupsen, dann weißt du, jo, könnte wichtig sein. Und in der Singleplayer-Folge, mein Gott, ganz ehrlich, mache ich halt einen Cut. Ist doch wurscht. Wir haben tatsächlich leichtes Übersteuern, was natürlich daher kommt, dass das Heck sehr, sehr leicht ist. Aber ich sag mal, das kommt nur, wenn du den Karren wirklich in sehr schnelle Kurven einfach reinschmeißt. Und das machst du ja in der Regel nicht. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als großartiges Problem bei diesem Fahrzeug an. Oh ja, wir kommen jetzt hier ran an einen Renault Clio, dürfte sein. Jo, tatsächlich. So, jetzt gucken wir mal. Im Windschatten ransaugen. Sollte immer eine geile Wahl sein. Jetzt leicht zu schnell reingefahren, bisschen rausgekommen. Und leider in die Steinmauer gefahren, wie so oft. Die Steinmauer und ich, das ist eine never-ending Story. Boah, ob ich da jetzt wieder rankomme an den da vorne? Ich zweifle das mal an. Weil der letzte Abschnitt ist sehr, sehr schnell.
Und das ist jetzt eigentlich kein Abschnitt, wo die Gyratare dafür bekannt sind, unerwartet auf die Bremse zu steigen, obwohl ich da voll durch kann. Vielleicht kommen wir ja oben raus ein bisschen ran. Vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Topspeed als der Clio. Dann haben wir immer noch eine Chance, muss man sagen. Eine kleine Möglichkeit, auf den Sieg zu spielen. Weil ab jetzt ist es nur Leistung. Wir kommen tatsächlich ein bisschen ran. Oh, das reicht. Ja doch, das reicht. Hey. Also, ich wollte ein bisschen zumachen, ja? Und der will mir direkt das Heck wegschießen. Dann müssen wir ihn aber auch demütigen, ja? Indem wir noch die Handbremse ziehen. Nur so kann man sich Respekt verdienen auf den Straßen von Großbritannien, ja? So. Eine Sache, die ich mit Frontantriebland sehr gerne mache, ist ein J-Turn, weil mit denen geht das gut. So, aber ich gebe das Tuning jetzt frei. Wir haben echt nicht viel an der Leistung gemacht, ne? Wobei im Verhältnis, ja okay, man muss halt immer im Verhältnis sehen. Prozentual haben wir doch einiges gemacht. Da haben wir ja, ich glaube, wenn ich, oh Gott, Mathe. Warte, kriechen. Ein Drittel? Nee. Ein Viertel? Nee, auch nicht. Doch, es ist ungefähr ein Drittel, was wir an Leistung mehr drauf geballert haben. Ja, krass. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.